So, herzlich willkommen, liebe Freunde, der Alien-Shooter. Kann mir mal jemand verraten, was da gerade passiert ist? Hey, ein bisschen Ladefehler. Ja, das ist wirklich so krass, oder? Ah, es lädt! Komm raus! Keine Ahnung, aber Feuer nicht eröffnen, nur erwidern! Die Pump kann mich verhüllen, glaube ich. Kennen Sie die Brücke der Solarco erreichen und das Waffensystem ausschalten? O'Neill, wenn Sie es nicht versuchen, werden sämtliche Marines auf Feindenschiffen sterben! Und du bist irgendwie fast tot. Ja, ich weiß. Ja, die Knarre ist einfach kein... Ich muss gerade überlegen. Nein, doch. Ein bisschen, wenn das etwas tut. Eine zweite Salve hat gerade die Sephora getroffen. Wir sollten evakuieren, Sir. Ich habe keine Kontrolle. Deswegen kriegen wir mit der Pumpgun auf Entfernung, ne? Hä? Hey? Pumpgun nimmt man nie auf Entfernung. Ich weiß doch. Na, ich hab's gesehen. Der war spitz. Der war geil. Der war richtig gut. Aber nach Fahnenkreuz? Ah. Zum Glück spiel nicht ich. Das ist übrigens schon mal passiert. Möchte ich ja nur so betonen. Keine Pumpgun. Oh, jetzt. Keine Ahnung, Junge. Feuer nicht eröffnen, nur erwidern. Können Sie die Brücke der Solarco erreichen und das Waffensystem ausschalten? Sir, wie zum Teufel? O'Neill, wenn Sie es nicht versuchen, werden sämtliche Marines auf Weidenschiffen sterben. Nicht du? Und nein, das war keine Frage, sondern ein Befehl. Also los, Marine! Zweite Salve hat gerade die Sephora getroffen. Wir sollten evakuieren, Sir. Ich habe keine Kontrolle über das Waffensystem. Ich wollte gerade sagen, hier ist keine Shape drin. Nicht. Dann hätte ich wieder Pech gehabt. Ich würde sagen, du schießt über hinaus auf den. Ich muss hier mal alles abklappen wegen Rüstung und Gedöns. Ah, das ist auch ziemlich mager immer vom Leben. Sag ich, das ist Zeug Gold wert. Hörst du mich? Ja. Wir sind hier in einem massiven Gegenangriff von Menschen, der... Ich bin hier. Ich verstecke mich in einem Vorratsraum bei Frachtraum 3. O'Neill. Halte durch, Kleiner. Wir kommen und holen dich. Das sind private Militärtruppen von Weyland Yutani. Die sind angeheuert. Was soll das heißen? Das heißt, oh ja. Vergesst die Einsatzregeln. Ich verarsche. Die verstecken etwas und wir sollten sicher nicht hier sein. Seid vorsichtig. War lieber nicht lang. Ura, macht schon. Für alle, die ein Tutorial lesen wollen, druckt auf Pause. Das ist kein gutes Zeichen. Was sollen wir tun? Keine Ahnung. Kannst du mit einem Powerloader umgehen? Ich habe da im Training was gelernt. Einfach geil. Ja, das ist aber irgendwie scheiße.
ich bin auch noch. Die Eier haben dir nichts getan. Ja, weil sie schon geschlüpft sind. Dr. Stanton, Ihr Versetzungsgesuch wird abgelehnt. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass Sie kein... Ich bin gefreut, dass du da warst, ich hab mir den Schwanz geweht. Ich muss gerade überlegen, wie mache ich nochmal Taschenlampe an? Nicht vordrücken oder? Ah, sowas. Ziemlich dicht von der Atmosphäre. Viecher. Warum muss ich einfach draufballern, dass sie noch welche sind? Von harte Eier. Ja. Komisch, ne? Tod und Ehe. Mir geht's gut. Okay, ich hab's abgezogen, als ich aufwachte. Schön, ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Geht mir auch so. Die Sephora wird angegriffen und wir wollen das Waffensystem deaktivieren. Bist du wirklich okay? Oh nee, mir geht's gut. Hör auf zu meckern. Gehen wir. Sephora Actual, hier ist Winter. Wir haben Bella von Rhino 2-3. Werden aber von Weyland-Yutani-Leuten angegriffen. Gehen jetzt zur Brücke. Ich brauche den schnellsten Weg. Winter, gehen Sie durch den Maschinenraum und auf die Schienen zu. Over. Verstanden, Bishop. Gehen Richtung Maschinenraum. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Tür aufschneiden, okay, Winter. Von der Lampe aufgehalten, schon peinlich, ne? Ist eine schwere Lampe. Raider 6-5. Ich sehe drei Cheyennes, die Truppen auf das Sulaco abladen. Ura. Achtet auf Beschuss und schickt diese Wei-Yu-Arschlöcher zur Hölle. Wird auch Zeit, dass wir Verstärkung bekommen. Warum wird diese Sephora evakuiert? Sie ist unter Beschuss durch die Sulaco. Wenn wir nicht bald die Brücke erreichen, verlieren wir heute eine Menge Marines. 2-1, seid ihr schon bei den Schienen? Gleich geschafft, Bishop!
so eine Gruppe fühlt man sich gleich wohl. Ja, das ist nicht ganz so beängstigend. Die sehen irgendwie tot aus. Mhm. Hier spricht Sephora Actual. Geben Sie alles, um unsere Männer da rauszuholen. Alle Mann das Schiff verlassen. Ich wiederhole, die gesamte Besatzung der USS Sephora, verlassen Sie das Schiff. Der Captain funkt jetzt und das Sulaco Actual. Over. Sulaco Actual, hier spricht Winter. Wir sind im Waggon auf dem Weg zur Brücke. Wie ist die Lage in Frachtraum 1? Winter, es wird noch sporadisch geschossen, aber die Situation ist stabil. Bishop sagt, dass die Reaktor Risse bekommen und kritische Schaden nehmen könnte. Unsere Leute zählen auf euch. Du Sau. Was denn? Voll im Arsch. Panzer, ne? Die Musik finde ich immer noch am besten, ne? Jetzt schießt ihr sie vorher auf uns! Versuchen wir, die Geschütze zu deaktivieren! Verdammt, was ist da los? Die Geschütze sind zu ungenau! Wir schießen auf unsere eigenen Leute! Ja, das tun wir. Hat einen Touch von Predator, oder? Wie meint? Ich dachte, es kommt aber Predator. Kannst du nicht schießen? Cool, wir zum Thema nicht schießen. Ich war eine Punktlandung. Ah. Das passt. Geht doch. Lass mal ein bisschen daneben drücken.
Schön. Ha! Aha. Hat mal jemand meine Nerven? Wir können ruhig mit so einem Aufstieg aus Level größer weiter. Schlecht wär's nicht, ne? Okay, war das alles? Put. Okay. Das ist natürlich wieder selber. Wenn man das Menschen abknallt, die haben wir nicht. Ja, stimmt wohl. Aber es bleibt nicht immer so. Ich glaube, das Spiel möchte einen jetzt nur darauf vorbereiten, dass ich dann auch noch andere Arschlöcher mitspielen. Vielleicht. Hey. Bist du da?
flinker Scheißer. Finden wir bald heraus. Wir werden die Brücke schwer verteidigen. Dann erschießen wir. Ist auch Buggy, ne? Wenn die draußen stehen, draufklicken und dann sind sie da. Ist Wusel richtig. Verdammt, die haben automatische Geschütztürme! Da bringt Schießen gar nichts! Geh hinten rum und schalt sie aus! Für so einen Panzerarsch. Ja, und da auch. Und da auch? Ja, ich glaube, das war deine Rübe. So hat sie es angehört. Oh Mann. Mensch, das ist richtig langweilig gerade. Ja, also das ist auch definitiv nicht die Stärke von Alien. Ne? Ich will vorwärts! Bewegung! Verdammt, die haben automatische Geschütztürme! Ja. Da bringt Schießen gar nichts! Welcher fetter großer Arsch auf 3 Uhr. Ja. Pass auf, ich soll dich erstmal auf, ich kann da irgendwie so.
fertig. Jetzt hat's keine Lust. Nun da rein. Da ist langsam. Lass dir ruhig Zeit. Okay, ich muss dir um. Ah, da. Da ist das einfach. Wo ist da die fette Arsch? Wie gesagt, er hat Pause. Axel, wir haben die Brücke erreicht, Sir. Wir haben es geschafft. Es ist zu spät. Sir, was soll das heißen? Wir sind jetzt hier. Sir Axel, Mayday, Mayday. Der Reaktor ist kritisch. Es gibt nichts. Es tut uns leid, Sir. Boom. Das ist langsam richtig scheiße. Ja. Es war eine Ehre, mit Ihnen gedient zu haben. Viel Glück. Oh mein Gott. Leute, wir haben versagt. Ein bisschen. Ciao. Ich würde sagen, das war die zweite Mission. Jo. Und die dritte folgt zugleich. Und die dritte folgt? Cheerio.